Willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Ich bin im Hauptquartier, das Winter Update ist seit gestern mit am Start und ich habe schon die Schneekugel hier ausgegraben, die der einfach mal bekommt, wenn er will. Und ja, ich habe schon eine Runde aufgenommen, war da ein bisschen schlecht gelaunt, weil ich zwei nicht so geile Sachen festgestellt habe. Zum einen ist es verdammt schwer, die Stand zu bekommen, wenn man die ganze Sache mit Credits haben will. Ich meine, guckt euch mal an, wie viele Credits man braucht. Das fand ich schon mal nicht ganz so schön, muss ich gestehen. Und zum anderen konnte man bis gestern irgendwann oder bis heute Nacht irgendwann die Stand mit einem Auftrag bekommen und das geht auch nicht mehr. Jetzt kriegt man da nur noch den Eispickel und ich hoffe, dass das rotiert. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber ja, alles irgendwie so ein bisschen belastend. Und es ist tatsächlich so, dass ich jetzt schon drei Winterkisten aufgemacht habe und nichts gezogen habe. Schaut's euch an. Alter, okay, es gibt anscheinend auch wirklich viel Winterkram, den du nicht unbedingt haben willst. Ich drück mir mal selber die Daumen. Komm schon. Ah, das ist, ja. Dankeschön, Call of Duty. Da freue ich mich doch nicht. Schade. Okay, das ist ein bisschen deprimierend. Das ist wieder irgendwas ganz Normales. Mann. Ich habe aber noch einen Auftrag, den ich machen kann. Und zwar muss ich Capture the Flag spielen. Eine Runde Capture the Flag, dann bekomme ich eine neue Kiste. Dann machen wir die nochmal auf. Und vielleicht ziehe ich dann die Stand. Würde mich freuen. Und sogar auf der neuen Map. Let's go. Das finde ich gut. Ich habe hier ganz, ganz kurz drauf gespielt. Allerdings nicht wirklich lang. Und so wirklich testen konnte ich die Map noch nicht. Von daher bin ich gespannt. Ach ja, eine neue Map. Wir brauchen mehr neue Maps, die kostenlos sind. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, wir spielen ein bisschen SMG. Ob das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Schauen wir mal, was funktioniert. Capture the Flag, glaube ich, habe ich kein einziges Mal gespielt in WW2. Ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Von daher, das könnte spannend werden. Hier kommen wir durch. Ich will die gleich am Anfang so ein bisschen umlaufen. Das würde mir Spaß machen. Deswegen warte ich jetzt hier auch mal ganz kurz. Als ob von hier keiner kommt. Das irritiert mich jetzt gerade schon fast ein bisschen. Oh, da hinten ist einer. Nein, als ob. Okay, das Gute ist, ich muss die Runde nicht gewinnen. Ich muss die Runde nur spielen. Ich glaube, der kriegt das Ding ins Ziel. Oder ist er runtergeschossen worden? Nee, leider nicht. Okay, okay, okay. Alter, der Sniper ganz hinten, oder was? Der wird sich da, glaube ich, auch nicht wegbewegen. Oh Gott, das gefällt mir gerade nicht. Ich glaube, mein Team wird jetzt hier gerade ein kleines bisschen zerstört. Kann das sein? Kann das bitte nicht sein? Alter, wie schnell ging das denn? Gibt es hier wenigstens einen Seitenwechsel? Vielleicht ist unsere Seite einfach schlecht. Ich befürchte zwar, das ist nicht der Fall, aber vielleicht ist es ja doch so, als ob der hinter mir steht. So, kann ich bitte nicht sofort weggesniped werden? Alter, die sterben halt auch nicht in diesem Spiel. Wissen die, dass ich hier oben bin? Vielleicht doch mit Schalldämpfer weiter. Okay. Dann renne ich mal. Holt sofort unsere Flagge zurück. Und bete, dass ich hier vorbeikomme. Und die haben natürlich jetzt unsere Flagge, oder was? Okay. Aufklärungsmaschine. Das ist jetzt natürlich eher ungut. Es wird jetzt spannend. Wer kann zuerst die andere Flagge killen und zurückholen, praktisch? Warum liegen hier irgendwelche Tiere? Na gut, dann bleibe ich hier stehen, oder was? Feindliche Jagdmaschine im Anflug. Zurückziehen. Ja. Bleib hier. War ein Versuch. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich selber killen, damit die Flagge bei uns hinten liegt? Aber ich habe jetzt leider auch keine Granate mit am Start. Ich bin ein bisschen überfragt. Haben wir auf jeden Fall. Krieg so wenigstens ein paar Punkte. Also im Prinzip müsste irgendwer von uns rüber sprinten, so ganz geheim. Oder ich mache einen Kill. Wenn ich einen Kill mache, ist der hier hinten einfach irgendwo? Kriege ich die Gegner vielleicht mit dem Jagdpiloten? Leute, das versuchen wir. Komm schon. Nein. Nein, nein. Ach Leute, Mann. Was macht denn mein Team? Warum haben die hinten einfach so eine riesige Fläche, wo die sich verschanzen können? Ich check da auch den Sinn nicht so ganz. Okay, auf ein neues. Hinter mir ist auf jeden Fall direkt irgendwo einer. Gute Arbeit. Ja. Leute, ja. Okay, damit sind wir auf der Seite. Ich hau gleich mal den Schalldämpfer drauf und dann sprint ich einfach mal komplett außenrum nach vorne und bete, dass wir die Flagge vielleicht bekommen. Erste Runde haben die auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, so läuft das bei Capture the Flag, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, was? Ich dachte, ich hab ihn. Ich habe aufgehört zu schießen. Haben wir die Flagge?
Let's go. Okay. Die Aufklärung sucht nach. Let's go, Alter. Perfekt. Vielleicht hatten wir gerade echt einfach eine schlechte Seite. Kann es sein? Dann bin ich ja sehr froh, dass wir hier einen Seitenwechsel haben gerade. Dann können wir die ganze Sache jetzt vielleicht für uns gewinnen. Gut, ich sprint jetzt da hinten rein. Ich will auch mal mithelfen. Ich will auch mal die Flagge nach Hause bringen. Let's go. Nein, runter, runter, runter. Ich lebe noch, ich lebe noch. Da ist das Ding. Nein, scheiße. Wo kam die her? Nicht schlecht geworfen, nicht schlecht geworfen. Ich weiß nicht, wie wir nach vorne kommen sollen, um ehrlich zu sein. Wie soll das funktionieren? Okay. So, vielleicht. Dann campe ich hier mal kurz, bis ich wieder ein bisschen Leben habe. Dann geht's weiter nach vorne. Haben wir. Okay, jetzt macht mir das alles doch ein bisschen Angst. Haben wir auch. Okay. Der wird halt wahrscheinlich direkt an der gleichen Stelle wieder spawnen, wollte ich gerade sagen. Hier müsste eigentlich gleich einer kommen. Irgendwer muss doch noch wissen, dass ich hier bin. Oder auch nicht. Bin ein bisschen irritiert. Okay. Sprinte ich hier mal rein. Aufklärungsflieger in Bereitschaft. Okay. Aufklärungsmaschine sucht nach Aufklärungsflieger raus. Okay, da kommst du, da kommst du. Hinten sind sie noch irgendwo. Ganz hinten, was macht der? Er macht einfach gar nichts. Abgeschlossen. Okay, ich glaube, jetzt könnten wir ran, oder? Wir haben ihre Flagge geklaut. Schützt den Läufer. Jagdpilot bereit zum Angriff. Bitte okay. Ziel benennen. Die Aufklärung sucht Leute, Leute, Leute. Kann ich das Ding nach Hause bringen? Was? Ich war... Sogar die Flagge liegt hinter der Tür. Die hat er mich doch gekillt. Okay, Teammates, bitte bringt das Ding irgendwie nach Hause. Oh Gott, Leute, wirklich? Das checke ich jetzt nicht so wirklich. Jagdpilot im Anflug. Angriff auf das feindliche Aufklärungsmaschine in der Luft. Okay, wenigstens haben wir die Aufklärungsdrohne der Gegner. Und ich glaube, wir haben die Flagge. Perfekt, perfekt. Okay, guter Mann. Guter Mann. Bring das Ding nach Hause. Und werde einfach nicht gekillt, obwohl du gerade hinter der Wand bist. Wir haben die feindliche Flagge. Er hat wahrscheinlich einfach durch die Wand geschossen, aber es hat sich nicht gut angefühlt. So, weg mit dir. Okay, Leute, ich glaube, am meisten Sinn macht es, wenn wir jetzt einfach komplett hier verteidigen. Und einfach warten, bis wir eine zweite Halbzeit bekommen. Wobei wir dann auf der schlechten Seite spielen wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir sie nochmal nach Hause bringen. Vielleicht macht das doch am meisten Sinn. Einmal nochmal krass nach vorne pushen. Das Ding mitnehmen. 28 Sekunden haben wir Zeit. Ein Versuch, Leute. Ein Versuch muss es sein. Aufklärungsflug abgeschlossen. Sie haben ihre Flagge geklaut. Schützt den Läufer. Oh, let's go. 13 Sekunden. 9. Die Flagge muss zum Let's go. Okay, so muss das sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, gibt es noch eine nächste Runde oder nicht. Aber wir haben das Ding auf jeden Fall nach Hause gebracht. Genau, es gibt Verlängerung und ich befürchte, wir sind jetzt auf der schlechten Seite. Das finde ich nicht so wirklich schön. Kämpfen wir uns nochmal nach vorne. Aber ich glaube, die bewegen sich da jetzt gerade auch nicht raus, oder? Aus ihrem Spawn. Da kommt auf jeden Fall mit. Ja. Wie die alle im Spawn hocken, was? Okay, noch lebe ich. Warum habe ich jetzt die Fallschirmjäger? Ich weiß nicht, wann ich die bekommen habe, wie ich die bekommen habe und warum ich die bekommen habe, aber nice. Kann ich mich retten irgendwie vor dem? Lebe ich noch? Tatsache, ich lebe noch. Okay, rein da jetzt. Mit den Fallschirmjägern. Haben irgendwie hier hinten noch einen? Okay, ich weiß nicht, von wo die gerade verteidigen. Aber wir haben das Ding. Oh, die Gegner haben sie auch, deswegen. Okay, okay, hier vorbei. Ah, einer von uns. Nein! Da oben! Da oben ist einer drin! Nein! Okay, gute Arbeit, gute Arbeit. Okay, ist okay, ist okay. Bin ich nochmal gestorben? Nicht so wirklich schlimm. Hauptsache, wir haben das Ding dort rausbekommen. Dann, holen wir uns mal die Flagge zurück.
Schauen wir mal, dass wir die bekommen. Das ist jetzt wieder die Frage. Wer kriegt zuerst irgendwie einen Lucky Kill? Als ob die Fallschirmjäger schon wieder weg sind. Wie schnell geht das denn? Okay, wir sind vorbei. Jetzt wird es dann echt spannend, Leute. Ist ganz hinten irgendwo. Nein! Nein, von wo? Ach, als ob... Oh, Mann! Ach, das ist ja so eine gemeine Position. Okay, versuchen wir es nochmal. Da oben im Haus ist immer einer. Okay, das heißt, das müssen wir jetzt irgendwie pushen. Ich bin mir leider gar nicht ganz sicher, wo man in das Haus reingeht. Irgendwo müsste man reingehen können. Aber keine Ahnung. Ja, liegt unsere Flagge jetzt am Boden? Okay, diesmal ist keiner oben. Let's go, let's go, let's go. Teammates, rein damit. Bringt sie rein. Let's go. Haben wir gewonnen? Oder gibt es jetzt nochmal einen Seitenwechsel? Was ist hier gerade los? Ja. Okay, kommen die jetzt da alle rein oder kommen die von hinten? Hier kommt doch einer, oder? Perfekt. Bisschen weiter nach vorne. Warten wir die Drohne ab. Wieder ein bisschen weiter nach vorne. Ich will diese Flagge. Nein, was? Oh, als ob wir die haben. Let's go. Let's go. Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Können wir jetzt bitte mal gewonnen haben? Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Holy shit. Ja, Capture the Flag ist irgendwie eine eigene Sache. Muss ich vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr spielen. Spielt ihr Capture the Flag? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber ich glaube, ich habe dadurch auf jeden Fall eine Winterkiste gezogen oder bekommen, die wir jetzt öffnen können. Und mit ein bisschen Glück ist da vielleicht was Schönes drin. Ich bin gespannt. Wie gesagt, bei den anderen Kisten habe ich echt nichts Tolles gezogen und ich habe ein bisschen Angst, dass ich wieder nichts Tolles ziehe. Das Ding in der Winterkiste unter diesem Winter oder in der Winterkarte ist nicht mal nur Winterzeug. Da ist auch echt Kram, der überhaupt nicht winterlich ist. Das ist, glaube ich, das Schlimmste an der ganzen Sache. Aber schauen wir mal. Hä? Achso, ich hatte kurz Angst. Hier müssen wir den Befehl natürlich noch fertig machen. Jetzt aber, oder? Genau. Leute, wollt ihr mal in die Nähe kommen, damit ich hier meine Social-Punkte bekomme? Und schauen wir mal, was wir da ziehen. Ja, wieder irgendwas ganz, ganz Normales. Ich meine, was hat das mit Winter zu tun? Weil sie hier Schäle anhaben oder was? Finde ich nicht so... Warum habe ich zwei? Okay. Gut, auch irgendwas Schäbiges. Stachel. Das hat auch nichts mit Winter zu tun. Warum ist das in den Winterkisten? Ach, ich verstehe es nicht. Leute, Leute, Leute. Kann man nichts machen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein bisschen mehr Glück beim Ziehen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Waffe gezogen, irgendwas in diese Richtung. Und ich hoffe so sehr, dass hier die Aufträge irgendwie durchwechseln. Das wäre sonst irgendwie ein bisschen belastend. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und für weitere Call of Duty-Videos lasst auf jeden Fall gerne auch ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.